Freunde, willkommen zurück auf dem Kanal. Erstmal, es hat mich ja viele Leute gefragt, vor allem in den Streams, was ich denn zu dieser Ehreninspektor-Sache halte. Und ja, um es einfach kurz zu fassen, ich wollte mich dazu eigentlich nicht wirklich äußern, weil ja, ich glaube, dazu muss man nichts sagen. Absoluter, ich will es nicht Untermensch sagen, weil das Wort aus der gleichen Richtung kommt, aber es passt eigentlich ganz gut. Aktion von ihm, sich dann auch das mit rauszureden, ja, ich war betrunken, was weiß ich, und dann andere liegen zu wollen, sehr, sehr uncool. Aber anstatt ein eigenes Video drüber zu machen, möchte ich euch einfach mal das Video von Pen & Paper ans Herz legen. Wenn ich dran denke, werde ich es in die Beschreibung packen. Er bringt das Ganze schon sehr, sehr gut auf den Punkt, ne? Und ja, mehr wollte ich dazu auch eigentlich gar nicht sagen. Zu den wichtigen Sachen im Leben kommen wir jetzt noch zum Drachenlord. Zu den erfreulicheren Sachen würde ich schon fast sagen. Wir schauen uns das Worst of vom 17.10. an. Er hat ja gestern, also am 18.10., glaube ich, nicht auf TikTok gestreamt. Ich habe jedenfalls keinen Stream gesehen. Also müssen wir uns mit Kick. Also müssen wir mit Kick vorlieb nehmen. Ob wir wollen oder nicht. Bisschen was Cooles zu sagen. Erstmal Stream heute, so um 19.45 Uhr bis 20 Uhr, wie immer der Start, plus minus. Kommt gerne auf den Discord, da werdet ihr bestens informiert über die Zeiten und so weiter. Und ja, dann würde ich sagen. Eine Sache noch vielleicht, zwecks 4001 Special. Ich bin immer noch sehr unsicher, was ich nehmen soll. Ein paar coole Sachen standen schon in den Kommentaren in den gestrigen und vorgestrigen Videos. Deswegen vielen Dank dafür. Ich habe Stand jetzt noch nichts aufgenommen. Deswegen schreibt gerne nochmal in die Kommentare, falls ihr noch eine Idee habt. Aber jetzt starten wir wirklich rein. Guck mal, mehr Glas in die Base. Deswegen habe ich. Er spielt Subnautica und wir schauen bei Anti-Mobbing Panda. Link auch in der Beschreibung. Mal überall Glas reingebaut. Das ist eine. Doch, das ist schon fertig, das ist hier das. Genau, hier habe ich komplett einen Glastunnel gebaut. Und hier. Hier kann ich leider keine Glastunnel bauen, weil es ja alles so abknickend ist. Und da gibt es leider keine Glasvariante. Okay, wir fahren nochmal kurz zurück und bauen uns. Ich meine, ihr könnt es ja auch gerne in den Kommentaren schreiben. Ich habe keinen Plan, was Subnautica Below Zero ist. Es sieht aus wie Minecraft unter Wasser, wenn ich ehrlich bin. Also, ich kann jetzt wahrscheinlich nicht sagen, ob Rainer jetzt krass spielt oder nicht. Falls ihr Subnautica Pro seid, ne? Schreibt gerne in die Kommentare, was er so viele peinliche Sachen im Spielkontext gemacht hat. Würde mich interessieren. Das mal, weil sonst. Das Problem ist mit dem Kreislauftauchgerät, wenn wir unter Wasser sind und so tief unter Wasser sind, dann brauchen wir mehr Sauerstoff. Und das Kreislauftauchgerät sorgt dafür, dass wir den Sauerstoff besser verwerten können. Sorry, ich glaube. Ganz ehrlich, ne? Diese scheiß Taste, ne? Ich glaube, Drachenlord ist wirklich stolz drauf, Kaffee zu trinken oder Sachen aus dem Glas zu trinken. Er posiert immer so stark mit seinen scheiß Tassen, ne? Weil vorher war es ja diese Rainer-Tasse, wo irgendwas mit seinem Namen geschrieben wurde, weiß ich gar nicht mehr genau, was da Phase war. Und jetzt diese, ist das eine WoW-Tasse? Ich meine schon, er hatte das jedenfalls mal erwähnt. Ich finde, er postet damit immer so ein bisschen, ne? Ich trinke selbst nicht, eigentlich nichts aus Gläsern, also aus solchen Kaffeegläsern, Kaffeetassen. Aber für mich sieht es immer so aus, als würde er damit einfach posieren wollen, um anzugeben. Um zu sagen, ey, guck mal, ich bin schon voll erwachsen, ich trinke Kaffee oder so. Irgendwas in der Art. Ich lade mein Mikro immer hoch. Ich merke das immer gar nicht. Also, weil ich mich hier an der Wange oder so kratze, das mache ich leider viel zu oft, dann klappe ich das Mikro hoch. Ja, Rainer, dann sollte man vielleicht mal seinen Bart pflegen, dann juckt es auch nicht so wirklich heftig, ne? Aber wem erzähle ich das? Wem erzähle ich das? Aber wenn ich habe ja das Headset oft auch auf, wenn ich, privat was mache. Das ist mittlerweile so drin, dass ich das automatisch mache. Eine Sekunde, ich krieg gerade einen Anruf, da muss ich unbedingt hingehen. Tut mir leid. Warum das war? Ich möchte, habe ich darüber schon mal gesprochen, ich weiß nicht genau. Das passt auch ein bisschen zum Anruf jetzt. Und zwar im Stream hat jemand gesagt, jo, was Wellenberg-Kartei gar nicht ganz weg ist und Emboss und so weiter, sondern die einfach nur den Anschein erwecken wollen, also quasi Federschach spielen, aber ohne Ziel, sag ich mal. Die wollen einfach sagen, jo Rainer, ne, du bist ja am Mummstecker mit uns, du glaubst uns nicht, was wir sagen, du willst unsere Tipps nicht annehmen, bla bla bla, was weiß ich. Jo Rainer, wir lassen dich mal so 2, 3, 4, 5, 6, x Wochen alleine und dann kannst du mal sehen, wie du so vorankommst. Wenn man mal so ja, zusammenfasst, was er so erreicht hat in der Zeit. Kick hat er vor die Wand gefahren. TikTok hat er geopfert, um die Chance auf Kick zu haben. Kick hat er noch nicht geschafft. Wird er wahrscheinlich auch so schnell nicht schaffen.
Jo, er hat komplett ungesunde Ernährung, er ist die ganze Zeit krank und so weiter und so fort. Und jetzt war ja vorgestern, glaube ich, am Dienstag müsste es gewesen sein, der erste wieder, ja, gute Stream, sage ich mal, ne? Rein hatte gute Laune, Rein hat viel Geld verdient. Na klar, zu 90% war es Camping Dude, aber auch zeitgleich dann der Stress mit Birella. Dass Katar jetzt einfach in der Zeit wiederkommt und wieder die Zügel in die Hand nimmt, weil Rainer merkt, okay, scheiße, ohne Katar läuft's echt nicht. Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht und ich denke mir, ja, das könnte eigentlich gut möglich sein, ne? Weil ich meine, wir kennen alle Rainer. Rainer ist sehr unbelehrbar, sage ich einfach mal. Und vielleicht ist einfach die einfachste Möglichkeit, wie bei so einem kleinen Kind halt, weil Rainer ist ein kleines Kind im Kopf, braucht man nicht drüber zu sprechen, ihm einfach zu sagen, jo, ne, ciao, mach was du willst, ne, und du wirst deine Fehler schon selbst einsehen. Ob es schon reicht, keine Ahnung, weil dass er dauerhaft krank ist und so weiter, dass es mal nicht läuft, das weiß er aus der Schanzenzeit. Aber ich wollte einfach mal drüber reden, weil ich die Theorie sehr, sehr schön fand. Ich weiß ja nicht mehr, wer es geschrieben hat. Naja, auf jeden Fall, das wollte ich auch mal sagen. Schreibt gerne was in die Kommentare dazu, wenn ihr Bock habt. Ich glaube, so beschädigt habe ich die Seebahn noch nie gesehen. Normalerweise habe ich immer ein Repair-Tool dabei. Hätte ich ein Repair-Tool dabei, wäre es mir jetzt auch gerade, dass wir Schaden nehmen, weil dann hätte ich gesagt, ja, YOLO, dann repariere ich es halt einfach direkt, aber wir haben kein Repair-Tool. Demnach können wir auch nicht tiefer gehen. Leider. Ich vollhorst sollte vielleicht das Tiefmodul auch einbauen. Könnte Vorteile haben. Nothing? Really? Ein Außenbeet? Auch nicht verkehrt. Ich habe vergessen, dass ich wieder mein Mikro hochgeklappt habe. Mann, ey, ich könnte ausrasten. Sorry. Ich meine, Rainer ist ja an einem festen Standort. Ne? Wo ist das Problem, sich, weiß ich, 100, 150 Euro in die Hand zu nehmen, sich einfach mal Equipment zu holen? Mikrofon und Mikrofonarm. Dass er immer noch mit diesem scheiß Headset streamt, was komplett übersteuert, wenn er mal wieder seine lautere Monologe hält, verstehe ich nicht. Ich kenne das doch, ich weiß doch, dass der kommt. Warum bin ich erschrocken? Ist nicht der Frau? So. Mann, hat's mich jetzt gerissen, ey. Es sind aber auch gar nicht so viele Leute da. Ich probiere mal, wir probieren mal den Chat aufzumachen. Ach stimmt, der Chat, ne? Hat sich nicht getan, tatsächlich. Ah. Ja, wenn ihr bei Hydrolle guckt, dann seht ihr ja die Chat-Inaktivität zwischendurch. Dass ich teilweise 15 bis 30 Minuten schreibt kein Schwein was. Das ist schon echt heftig. So lange Zeit einen toten Chat zu haben, muss man auch erstmal schaffen. Mods da wären, könnte man sagen, man macht ihn immer auf, aber das weiß ich halt auch vorher leider nicht. Scheiß Leider Motze. ist im Chat auch. Könnt ihr bitte umsonst einfach mal mehr arbeiten? Geht das? Ihr seid schon beim höchsten Wesen. Und dann wagt ihr euch, andere Sachen zu machen, als meine 8 Stunden Streams zu moderieren? Eieiei. Gemacht hast. Ja, mir wäre persönlich lieber, mal würde abonnieren, weil man dann einfach nicht so viele Hater hat im Chat. Ich würde nicht auf Na klar, wäre Twitch das streamen, lieber. erstens bin ich auf Twitch gesperrt Ah. und zweitens möchte ich der Plattform wirklich nichts mehr bieten, nachdem die mich so behandeln. Ja, ich habe doch nur das N-Wort ein paar Mal gesagt und dann die Sperre umgangen. Mann, die wollen mich, die haben mich echt gemobbt. Das ist ein Mobber. Twitch ist einfach Mobbing für einen. So. Natürlich, dann Und er denkt das halt wirklich, ne? wünsche ich Harald alles Gute zum Geburtstag. Und 80 Jahre Respekt. Krass. Finde ich richtig schön. Vor allem, dass man dann auch noch mit seinem Jungen dann, oder mit seiner Tochter. Forever official. Offiziell ist Deutsch. Oh, merkt ihr Ich weiß es? leider nicht, wer Mädchen oder Junge, aber vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Freut mich. Herzlichen Glückwunsch. Hat er es nicht gemerkt? Oder hat er es jetzt überspielt? Leute, schreibt mir alle für den Harald alles Gute in den Chat. So was respektiere ich. Jetzt passt mal auf. Okay, als allererstes mal die Batterien aufladen. Aber wenn du gehen willst, würde ich dir empfehlen, geh jetzt aufs Klo. Weil jetzt gerade machen wir erstmal nichts sonderlich Spannendes. Ich sammle jetzt gerade ein paar Ressourcen
Und wir bauen die Sachen, die wir da oben rechts markiert haben. Die Qualität, ne? Dann nimmt er sich so ein Spiel, was, glaube ich, schon von der Grafik lebt. Allein wenn du da und was da rumschwimmst, ihr seht es ja vielleicht, ich weiß nicht, bei euch sollte es ein bisschen besser aussehen, weil es halt in Full HD gerendert wird. Aber ich sehe halt gar nichts. Ich sehe irgendwelche verpixelten Kreise, die irgendwo hinzeigen und alles ist einfach verpixelt blau. Quasi. Inklusive ein, zwei anderer Dinge. Swiss, würdest du ein bisschen auf die Bremse treten mit deinen Buns? Über den nächsten Mod rausgemeldet, oder? Würdest du bitte ein bisschen mehr timeouten als bannen? Was machst du denn da? Alles gut. Nee, ich sehe es gerade. Alles gut, dann hast du richtig gehandelt, Swiss Lady. Alles gut. Leute, im Ernst, wir sind hier in einem Gaming-Stream. Ihr braucht hier nicht über Weltkriege und was weiß ich alles diskutieren. Wenn ihr Fragen zum Spiel habt oder sowas oder Richtung Spiel diskutiert, dann können wir gerne drüber reden, aber so im Sinne von, ja, süß und das und jenes und keine Ahnung. Das hat sich halt alles fix verloren. Nein! Oh nein! Nein, wir haben die Basis gepackt! Hilfe! Nein! Was sind das für Geräusche? Die passen gerade nicht zum Spielgeschehen. Hat er gerade einen vorzeitigen? Aber warum? What the fuck, Alter, das ist echt gruselig gewesen. Das war echt gruselig. Oder es ist immer noch besser gesagt. Tja, darum kümmern wir uns beim nächsten Mal. Das Geile ist, weil das Dockmodul angedockt ist, kann ich es jetzt nicht dekonstruieren. Hahaha. Wir haben schon so ein Pech, ey. Okay, Leute. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Stream wieder mit dabei. Okay, ich will mal kurz was schauen. Tippi 47 Leute, 215 Euro im Monat. Das ist schon echt frech, ne? Aber wem sage ich das? Ich hatte ja gestern schon den TikTok-Rage. Ich glaube, heute brauchen wir keinen doch noch Support-Rage hinterher. Dann haben wir hier Middle of, also ist einfach nur. Ja, gut. Dann war es das auch mit dem Video hier, haben wir das auch abgehakt. Deshalb schreibt gerne eure Meinung zu der Theorie von dem Zuschauer in die Kommentare. Kommt gerne in den Stream heute Abend und kommt auf den Discord. Schaut euch das Pen and Paper Video an, wenn euch die Thematik Ehreninspektor interessiert. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns. Haut rein.